wandern. Ja, die Feuerwehr Meppen wurde seit Montag schon immer wieder angerufen, dass hier eine Katze im Esserfelder Forst sitzen sollte, im Stadtgebiet Esserfeld. Das erste Mal waren wir am Montag hier gewesen, haben versucht mit unserer Drehleiter diese Katze aus dem Baum zu retten. Dies gelang uns leider nicht, weil die Katze immer weiter in den Baumgipfel reinkletterte, dass wir mit unserer Drehleiter keine Chancen hatte. Wenig später sind wir nochmal in ein Löschgruppenfahrzeug gekommen mit einer viertägigen Steckleiter. Dies hat auch keinen Erfolg gehabt, sodass wir auf den heutigen Mittwochmorgen wieder angerufen wurden, dass die Katze immer noch in dem Baum sitzt. Daraufhin sind wir jetzt heute noch wieder angerückt, nochmal mit einigen Kräften. Haben jetzt der Katze eine kleine Leiter gebaut, sozusagen mit einem anderen Baum dort angelehnt, dass der Abstieg für die Katze nicht allzu steil ist, und wollen hoffen, dass sie in den nächsten Nächten oder heute Nacht, wenn der Trubel ein bisschen sich gelegt hat, auch endlich vom Baum runterkommt. Die Nachbarn direkt hier, die auch angerufen haben, die das Miauen nachts mal gehört haben, haben jetzt hier schon eine kleine Futterstelle eingerichtet, dass wir hoffen, dass die Katze auch durch das Essengeruch oder Futtergeruch dann noch angelockt wird und endlich den Baum verlässt. Die Einsatzstelle wurde hier im direkten Bereich ein bisschen abgeflattert, wie gesagt, weil wir einen Baum an den anderen Baum angelehnt haben als Stütze, als Leiter für die Katze, dass sie hier runtersteigen kann, damit Passanten nicht direkt unter den Baum treten und wenn es ein bisschen windig werden könnte, dass der Baum umkippt in der Richtung. Den Besitzer der Katze ist im Moment nicht festzustellen, also wurde auch keine Katze bis jetzt vermisst. Wenn man sie einfangen könnte, könnte man ja schauen, ob sie geschippt ist, aber wir haben im Moment keine Auskunft darüber.